Willkommen zu meinem Video. Es handelt sich hier diesmal um einen Smart TV Box, was hier mit Sprachsteuerung benutzt werden kann. So sieht die Verpackung aus. Genau. So, dann packen wir mal aus, was da alles hier mitgeliefert wird. Eine Bedienungsanleitung auf Englisch ist zu sehen, aber ich denke, das wird kein Problem sein bei der Installation und so weiter. Ich habe mir die aus Amazon gekauft für eine, das war über 50 Euro hat es gekostet. So sieht das schöne, edle TV-Box aus. Ich habe die Farbe Rot ausgewählt, die sah einfach so süß aus. Deswegen, genau. Unten sieht es so aus. Hier vier Anti-Rutsch-Clips. Ein HDMI-Anschluss für LAN-Kabel. Stromkabel, glaube ich, ja. Zwei USB-Schnittstellen. Und eine Micro-SD-Speicherkartenplatz. Das lege ich mal hier, das ist so süß. So. In den Bedienungsanleitungen ist noch ein Europa Netzkabel dabei, was halt auch eigentlich gut ist. Ein HDMI-Kabel, ca. 1 bis 1,5 Meter lang. Und unsere schöne Sprachsteuerungsfernbedienung. Oh, da wackelt schon was. Okay, das ist das USB, was wir hier in den Box anschließen können. Batterien sind hier nicht dabei, die müsst ihr euch selber besorgen. Ich schließe das Ganze mal an und sehen uns gleich wieder erneut. Aber bevor ich pausiere, zeige ich euch nochmal hier das Fernbedienung. So sieht es aus, Batterie nicht dabei. Da bin ich mal gespannt, wie sowas eigentlich funktioniert. So, bis gleich. So, jetzt geht's weiter, alles eingeschaltet. Ich suche noch ein paar Batterien jetzt raus für meine schöne Fernbedienung. Bis gleich. So, jetzt habe ich meine Batterien geholt und ich fange jetzt mal an. Wir haben hier verschiedene Sprachen zu sehen. Deutsch ist dabei, das ist sehr gut. So, was ich hier sehr gut finde, dass man sich auch hier über WPS verbinden kann. Genau, das ist halt meine. Damit verbinde ich jetzt mich. Wisst ihr was? Ich schließe jetzt einfach einen Tastatur an und versuche damit zu schreiben. Kleinen Moment. So. Nein, falsch getippt. Ich schreibe das Ganze mit einer kleineren Tastatur und mal sehen, was da jetzt daraus wird. Fünf Gigahertz
ist eine Verbindung nicht möglich. Der sucht schon jetzt sofort nach einem Update. Wir haben hier eine Android-Version, normalerweise laut Hersteller 7,1. Ich denke, das ist auch aktuell wirklich das Aktuellste. Man soll hier gleich bei der Anmeldung mit einem Dings anfangen, Google-Konto anmelden, Telefon oder Laptop verwenden. Ich pausiere das Ganze mal wegen Datenschutz. Wir sehen uns gleich. So, Anmeldung war erfolgreich und wir machen jetzt weiter. Empfehlungen werden vorbereitet. Aha, da bin ich mal gespannt. Das ist ja mal cool. Wir versuchen uns einfach mal jetzt den. Wir haben ja einen. Oh, Moment. Ja. Einen Lautsprecher zu sehen, wie bei den Handys. Was man hier eigentlich klicken kann und anschließend sprechen. Wir testen jetzt mal. Google Play Store schließen. Okay, der hat jetzt fehlgeschlagen. Ich versuche das noch einmal. Oder ich klicke erstmal auf Home. Das ist ja ein bisschen anders. Apps. So, klicken wir mal auf Apps. Hier seht ihr unsere Apps, was wir aktuell hier vorinstalliert waren. Netflix ist dabei. Sehr schön. Normalerweise findet man das nicht in den Play Store, glaube ich. Dann Terrarium TV, mal gucken, was es ist. Ja, zulassen. Zulassen. Update, ach ja, jetzt geht's wieder los. Da seht ihr, alte Version ist 1.90, neue Version 1.95. Den TV installieren, jawohl. Akzeptieren. Normalerweise kenne ich den App nicht, aber da bin ich mal gespannt, was das alles kann. So. Öffnen. Okay, Änderung, was ist besser geworden, was ist schlechter? Jawohl. Ach, hier sind auch einige Filme dabei. Klicken wir auf Arrow. Trailer abspielen, YouTube oder TV Center. Okay, ich mache das jetzt nicht. Ich gehe wieder jetzt raus. Wir haben hier einen Home-Button. Sobald man dort klickt, kommt man hier auf den Startseite. Das ist unsere Startseite. Ja. Ich werde mal erstmal unter Einstellungen mal was nachgucken. Ob wir Bluetooth haben. Okay. Info.
Android-Version 7.1.1 ist vorinstalliert. Wir machen das jetzt noch einmal. Ich benutze das wirklich zum ersten Mal. Da kenne ich mich nicht aus, was man hier eigentlich sprechen sollte oder was man hier sprechen kann. Hier steht oben zum Beispiel nach Filmen, TV-Sendungen und mehr suchen. Ja. Dann suchen wir mal Swift Streams. Bei der Suche gelangt ihr automatisch auf einen Filmname. Das seht ihr hier, der hat mir jetzt Pictures of Jennifer und so weiter, ja. Naja. Live-Filme, YouTube. Wir können mal auf YouTube gehen, mal gucken, wie das dort funktioniert. Das ganze Spiel. Achtung. Caillou. Hat er nichts gefunden. Wahrscheinlich ist die Reichweite auch nicht so nah genug. Caillou. Hat nicht so geklappt. Fast and the Furious. Das ist aber ein bisschen komisch. Fast and Furious. Ach so. Jetzt ist mir eingefallen, man muss hier wirklich gedrückt halten und dann sprechen. Zu sprechen, die Mikrofontaste drücken, steht da. Ja, okay. Dann gehe ich mal wieder zurück. Komplett auf Startseite nenne ich das mal. Einstellung. Ton. Ja, komm, Systemtöne können wir einschalten. Was ich schade finde, dass es hier kein Bluetooth gibt. Das ist wirklich schade. Weil Problem ist, ich habe hier einen Lautsprecher. Mit dem Lautsprecher würde ich das Ganze abhören. Nur mein Monitor hat keinen Lautsprecher integriert. Deswegen kann ich heute erstmal kein Filme abspielen lassen, beziehungsweise nichts abhören lassen. Ja, naja. Gucken wir weiter. Ich klicke nochmal hier drauf. Swift Streams. Castrin hat er mir gefunden. Ist nicht schlimm. So, dann gehen wir mal auf. Oh, AppDoid. Die haben sogar AppDoid-App auf dem Dings. Box. YouTube für Kids. Auch nicht schlecht. TV-Center. Mal schauen, was das ist. Diese Apps sind schon vorinstalliert gewesen und ja. Ach, guck mal hier. Das ist ja Kodi. Die haben Kodi nur andere Namen gegeben. Erstmal auf Deutsch umstellen. Ich arbeite ungern mit Kodi, weil ich mich nicht damit so auskenne, deswegen.
Der macht schon Updates mit dem Kodi. Ja, wo machen wir das denn? Okay, Sprache ist es, ist hier nicht zu sehen. Standard, Expert, naja. Nochmal zurück, eventuell bin ich irgendwie falsch. Interface Settings. Jawohl, da ist es doch. Einmal auf Deutsch bitte. German. Installing German, Installing Add-on, jawohl. Die haben den Codio anderen Namen gegeben. Das ist ja mal hart. Regional, jawohl. So. Jetzt nochmal TV Center, ehemalige Codi. Addons, mal sehen, was die alles drauf installiert haben. Wie gesagt, ich arbeite nicht mit Kodi. Deswegen kenne ich mich auch damit nicht so gut aus. Aber ja. Musik-Addons, Programme-Addons. Android Apps steht da. Haben wir Video-Addons? Ja, genau. Ich war ja drauf. Haben wir eigentlich auch hier auf Deutsch irgendwas? Skynet. Mal gucken, was das ist. Kodi wie immer langsam und beschissen. Ich hasse das voll. So ein Scheiß. Aha. Wahrscheinlich sind das die Filme, was. Oder warum lädt der schon wieder? Skynet IPTV. Ich glaube, wir warten erstmal, bis das ganze Addons installiert hat und dann schauen wir einfach weiter. Unsere Fernbedienung sieht so aus. Ich komme mal ein bisschen vor. Man muss tatsächlich gedrückt halten, um dann sprechen. Ich habe gedacht, das ist einmal drücken und wieder weg. So ist es aber nicht leider der Fall. Genau. Ich meine, ich gebe jetzt auf. Ich packe da einfach meine eigenen Apps rein und dann geht es weiter. Dafür muss ich wieder euch wegen Datenschutz kurz pausieren. Bis gleich. Ich habe noch hier ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Aleppo zu bedienen. Ich werde den Händler kontaktieren, um Hilfe zu holen. Ja, bin mal gespannt, was da alles kommt. Weil sobald ich das TV-Box einschalte, gibt es da eine Meldung, dass ich keine Internetverbindung habe. Das ist Problem 1. Der verbindet sich halt eventuell zu spät mit dem Internet.
Dann kann ich bei der Moment. Dann kann ich bei der Google Play Store, ich kann zwar was sprechen, aber irgendwas, hier sind die Apps und so weiter. Wenn ich auf Suche gehe, kann ich nichts schreiben, wirklich. Ich kann nichts schreiben. Das ist blöd. Ich muss halt unbedingt sprechen, dann versuchen wir das mal. Dropbox. Jetzt kommt dann Lotto. Wer wollte was von Lotto hören? Niemand. Ich suche ja in Google Play Store und nicht irgendwo anders. Versuchen wir es noch einmal Dropbox. Das war mein Fehler. Dropbox. So. Dropbox und da kommt wieder nur Videos. Ich verstehe das nicht. Ach, jetzt sehe ich da, dass da ein. Nee, nee. Was gibt's denn da? Filme und YouTube, aber ich finde hier nirgendwo. Ich kann hier gar nichts suchen, das ärgert mich. Schaut mal hier jetzt zum Beispiel. Da war ja eben was. So. Nix. Normalerweise muss es schon da sein. Dropbox gibt's nicht. Ich verstehe das nicht. Also ich pausiere, ich beende das erstmal jetzt. Mal gucken, sobald ich die Hände angeschrieben habe, schauen wir weiter, was da kommt. Ciao.